herzlich willkommen in der Buchan und Nimmerland. Wir sind hier ziemlich aufgeregt, denn heute findet unsere erste Lesung via Livestream statt. Wir freuen uns deshalb sehr, Frau Annika Kelletter bei uns begrüßen zu können. In diesem Frühjahr ist ihr erster Roman erschienen, ihr Debüt. Und hier ist es auch. Wir haben ein paar Exemplare davon natürlich da. Es heißt Die letzte Flaschenpost. Es sind eine Menge Themen in dem Buch, Frau Kelletter, finde ich. Es ist ein bisschen eine verzwickte Liebesgeschichte. Mhm. Es geht um Literatur, es geht auch um Kunst, um Beziehungen, Familie, Freundschaft. Und irgendwie, finde ich, ist auch ein kleiner Krimi drin versteckt. Mhm. Und nicht zu vergessen, es ist eine Geschichte, die zu einem guten Teil auch in Mainz spielt, aber definitiv nicht nur. So, jetzt habe ich versucht, ein bisschen was anklingen zu lassen. Ich möchte nicht spoilern, ich möchte aber, dass Sie uns, Frau Kelletter, vielleicht einen ersten Einblick in Ihr Buch schenken und würde davor aber gerne wissen, was am Anfang Ihres Romans stand. Wie ich da drauf gekommen bin? Ja. Ich bin nach Mainz gezogen, aus München, nach 10 Jahren Exil. Ich bin eigentlich eine Mainzerin, gebürtige Mainzerin. Mhm. Und wir haben in der Nähe vom Rathaus gewohnt, am Rhein. Mhm. Und meine Tochter war klein, ein Baby. Mhm. Und ich bin jeden Tag, damit sie ihr Mittagsschläfchen macht, den Rhein rauf und runter gelaufen. Und habe nach Flaschenposten Ausschau gehalten. Und dann habe ich eines Tages eine gefunden. Und war was drin? Da war was drin, ja, genau. Also ich habe die nicht originär gefunden, jemand anderes muss sie gefunden haben und an den Rand gestellt haben. Ich habe gedacht, warum macht das einer? Warum macht er sich die Mühe, die zu nehmen und dann nicht mitzunehmen? Nachher wusste ich es, weil das Röhrchen innen drin war nicht zugebunden und die Rolle hat sich aufgerollt und man hat sie nicht rausgekriegt. Und ich habe ungefähr 2 Stunden mit Pinzetten und Stricknadeln versucht, diese Rolle da rauszubekommen. Und dann habe ich die Botschaft noch zerrissen dabei. Oh nein! Ja, aber man konnte sie wieder zusammenpuzzeln. Ja. Und da stand, ich bin eine Weltverbesserungsflaschenpost. Mach endlich, was du immer machen wolltest. Und wenn du zu feige bist, wirf mich zurück. Das ist stark. Ja. Und da ich es zerrissen hatte, konnte ich es nicht, konnte ich es nicht zurückwerfen. Und dann habe ich gedacht, ich schreibe einmal einen Roman über Flaschenposten. Das ist sehr gut. Ob der Mann oder die Frau, die es geschrieben haben, ihren Roman jetzt in der Hand hält, das wäre natürlich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Ja. Ja. Vielleicht derjenige soll sich melden. Genau, er, sie. Genau. Frau Kelletter ist sehr, sehr aktiv in den sozialen Netzwerken. Sie hat sich das auch hart erarbeitet. Auch das habe ich in einigen ihrer Berichte sehr schön gelesen. Ja. Es gibt hier parallel dazu für die Leute, die uns zuschauen und zuhören, natürlich auch einen Chat. Also wer immer Lust hat, sich zu melden, jetzt live und etwas zu dem Roman zu fragen oder zu sagen oder zu unserer Veranstaltung hier, da sind wir sehr, sehr interessiert dran und die Fragen werden alle aufnotiert und die werden wir auch im Verlauf dieser Runde Ihnen dann stellen und dann schauen wir mal, was da alles so bei rauskommt. Ja, also Sie haben uns jetzt erzählt, was so am Anfang des Romanes stand. Jetzt würde ich vielleicht von Ihnen ganz gerne hören, wie Sie Ihren Roman kurz beschreiben würden und bitte nicht spoilern, sodass die Leute nicht schon gleich das Ende wissen, das wäre sehr, sehr schön, bevor sie uns einen ersten Auszug aus ihrem Roman vorlesen. Ganz kurz würde ich sagen, es ist eine verzwickte Liebesgeschichte mit Krimi-Elementen. Mhm. Also ganz kurz. Mhm. Wollen Sie es noch etwas länger oder? Wir können es doch einfach jetzt erstmal so stehen lassen und wir steigen jetzt vielleicht in den ersten Teil ein, den Sie uns vorlesen wollen. Ja, gerne. Mhm. Ich lese aus dem ersten Kapitel den ersten Teil. Also wir lesen heute 3 Teile und wenn man da, wo ich jetzt bin, ist nicht ganz der Anfang, da weiß man schon, dass der Ich-Erzähler ein junger Kunstgeschichtsstudent namens Jannis ist. Und er ist auf dem Weg zu einem
bekannten deutschen Dichter namens Otto Maaßen. Der Zug war voll. Nicht nur voller Menschen, auch voller Gerüche, Geräusche und Gepäck. Neben mir saß eine junge Frau. Der Geruch ihres Käsebrötchens vermischte sich mit dem von Zwiebeln, der von irgendwo weiter vorne zu uns strömte. Und die Gurte ihres riesigen Reiserucksacks pendelten bei jeder kleinen Kurve über meinem Kopf hin und her. Auf ihrem Schoß hatte sie einen kleineren Rucksack und vor sich einen Beutel. Ich streckte genüsslich meine Beine aus. Ich reiste ohne Gepäck. Der vollgestopfte Zug bestätigte mich wieder einmal in meiner Einstellung. Gepäck war Ballast. Eine Unterhose und ein paar Socken steckten in meinem Handy und meinem Portemonnaie steckten mit meinem Handy und meinem Portemonnaie in meinen Jackentaschen. Unter der Jacke trug ich Frederiks Anzug, den ich morgen auf der Rückreise wieder tragen würde. Ich setzte Kopfhörer auf, um das Dröhnen der Bahn durch meine Playlist abzulösen. Ich freute mich auf das Treffen. Mein Professor hatte mir den Tipp gegeben, Maaßen zu recherchieren. Das war nur eine Woche her. Und kein bildender Künstler. Trotzdem hatte Professor Pinkhorn gesagt, er passt genau in Ihr Untersuchungsfeld, Herr Schulz. Als ich an denen war, hatte Professor Finkenbauer noch gesagt, schauen Sie über Ihren Tellerrand. Lindau kroch kalt und feucht unter meine Kleidung. Eine Winterblässe lag auf der Stadt, deren einzige Farbtupfer türkisfarbene Kleinbusse waren, die die Menschen zu ihren Zielen führten. Während der Bus uns durch die Stadt transportierte, ging ich die Fragen durch, die ich Maaßen stellen wollte. Ich hatte viel von ihm gelesen, sowohl seine Lyrik als auch seine Poetik. Mit Gedichten konnte ich nie viel anfangen, aber er hatte sehr interessante Ansichten zur Kunst. Deshalb konnte ich es kaum erwarten, ihn kennenzulernen. Der Bus hielt unmittelbar vor meinem Ziel, einer unscheinbaren Galerie, mitten in einem Wohnviertel. Unter den Leuten, von denen, wie ich etwas verunsichert bemerkte, keiner einen Anzug trug, erkannte ich Maaßen sofort. Ich hängte meine Jacke an die Garderobe, dankbar, dass ich mich gegen eine Krawatte entschieden hatte, und um legerer zu wirken, öffnete ich mein Jackett. Der Künstler, ein gewisser Günther V., von dem ich noch nie gehört hatte, schien eine Vorliebe für tote Vögel zu haben. In schwarzer Tusche auf weißer Leinwand reckten sie mir von allen Seiten ihre Krallen entgegen. Ein Streichquartett quietschte unmelodische, moderne Kompositionen. Maaßen unterhielt sich mit einem Mann mit großer Brille und dünnem schwarzen Haar, und ein Mädchen, das wie die Königin des Abends wirkte. Oder wie die Prinzessin. Die Eleganz, mit der sie ihr Glas hielt, überstrahlte hier jedes Bild. Ich ging auf die Gruppe zu. Durch meinen Auftritt entstand eine Pause, in die hinein ich sagte, Guten Abend, Herr Maaßen, ich bin Janis Schütz. Wir hatten uns geschrieben. Janis Schütz, natürlich. Schön, dass Sie da sind. Das ist Günther Vogel. Es ist seine Vernissage und das ist Angelina Heinrichs. Ich schüttelte beiden die Hände. Der Künstler lächelte verspannt. Angelina war hinreißend. Genau genommen war es ihr Blick, der mich nicht losließ. Manchmal weiß man beim ersten Blickkontakt, dass man einander gefällt. So war es mit Angelina. Ich bin froh, Sie kennenzulernen, Herr Maaßen, wandte ich mich meinem eigentlichen Ziel zu. Ich hatte Ihnen geschrieben, dass ich mich schon länger für Ihre Lyrik interessiere, vor allem für die materialbezogenen Projekte. Ich spürte Angelinas neugierigen Blick und während ich an der Oberfläche versuchte, sinnvolle Sätze von mir zu geben, war der hintergründige Teil meiner Gedanken mit der Frage beschäftigt, welchen Eindruck ich auf sie machte. Zum Beispiel, fragte Herr Maaßen, zum Beispiel die Sache mit dem Fächer. Eine Hommage an Mallarmé, nehme ich an. Der Kellner kam mit einem Tablett zu uns und ich nahm ein Glas Wein. Angelina stellte ihr leeres Glas auf das Tablett und nahm sich ein neues. Der Künstler berührte sie am Ellbogen und sprach eindringlich auf sie ein. Ich räusperte mich. Herr Maaßen, wie würden Sie das beschreiben? Stand bei der Entstehung dieser Gedichte das Material am Anfang oder der Inhalt? Welche Rolle hatte das Material und wie war es, als Sie, begann ich? Eine Frau mit riesigen Kreolen trat uns heran. Kommst du mal, Otto? Ich muss dir Freischläge vorstellen. Du weißt schon, den jungen Dichter. Maaßen sah von mir zu ihr und zurück. Es tut mir sehr leid, Sie zu unterbrechen. Wir haben sicher nachher noch die Gelegenheit, Herr Schütz. Und dann beantworte ich Ihre Fragen. Als Günther V. bemerkte, dass Maaßen gegangen war, folgte er ihm eilig, ohne mich eines Blickes zu würdigen. Ich hob mein Glas in Angelinas Richtung. Und was machst du hier? Fragte ich. Ich bin mit Otto hier. Bist du auch Dichterin? Ich? Nein, oh Gott, nein.
Otto ist mein Großvater. Mit Gedichten kann ich nicht viel anfangen, ehrlich gesagt. Wirklich? Dein Großvater? Ich dachte, er hätte keine Kinder. Doch, doch, sagte sie mit abgewandtem Blick. Also ich studiere Kunstgeschichte, sagte ich. Mein Professor hat mir empfohlen, Maaßen in meiner Masterarbeit zu besprechen. Du weißt nicht zufällig, ob die beiden sich persönlich kennen. Professor Winkmann heißt er. Oh, sagte Angelina, da fragst du die Falsche. Ich kenne Ottos Bekannte nicht. Schade, das hätte mir mein Leben leichter gemacht. Vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn im Leben alles leicht ist. Findest du? Sie zuckte die Schultern. Künstler brauchen jedenfalls mehr Aufregung, wie ich gerade von Günther Frau erfahren habe. Sie zog angewidert eine Augenbraue hoch. Dann lachte sie. Zum Glück bin ich keine Künstlerin. Ich hab's lieber einfach. Ein bitterer Zug umspielte ihr Lächeln, ließ es unecht wirken, traurig. Sie sah sich um. Ah, doch, eine Bekannte von Otto kenne ich, die Frau, mit der er gerade spricht. Die hat er mir vorgestellt. Und wer ist das? Eine Schauspielerin. Irene? Verena? Verona? Tut mir leid, mein Namensgedächtnis ist furchtbar. Ihr linkes Grübchen war beim Lachen einen Tick größer als das rechte. Gibt es denn hier nirgendwo ein paar bequeme Sessel? Angelina interessierte mich. Fast mehr als Maaßen selbst. War sie wirklich mit ihm verwandt? Leider nicht. Die nächsten bequemen Sessel sind die Sitze in Ottos Auto. Und kommt die Frage? Angelina sah mich herausfordernd an. Was würden die Leute denken? Fragte sie scherzhaft pikiert und wandte sich konzentriert dem Bild eines toten Falken zu. Ich folgte ihr. Wenn jetzt Sommer wäre, dachte ich, würden wir draußen auf dem Bordstein setzen. Ich sitzen. Ich und Otto Maaßens Enkelin. Uns blieb nichts anderes übrig, als die Kühle des rechteckigen Raumes auszublenden, das grelle Licht, das die Exponate beleuchtete und die aufdringliche Musik, die unser Gespräch untermalte. Ohne den Tuschevögeln ernsthaft Beachtung zu schenken, schlenderten wir, der Choreografie der Besucher folgend, von Bild zu Bild. Aus Mainz? Fragte Angelina. Bist du für diese Ausstellung extra aus Mainz angereist? Nicht für diese Ausstellung. Ich wollte Maaßen kennenlernen. Er hat mich gebeten, hierherzukommen. Deshalb bin ich hier. Ich sah Angelina an. Wie alt mochte sie sein? Ihre Frisur und ihr Kleid ließen sie vielleicht älter wirken, als sie war. Gefallen dir die Bänder? Fragte ich. Ich hab's nicht so mit toten Vögeln. Weißt du was? Sie kam etwas näher und flüsterte. Der Künstler malt Vögel, weil er mit Nachnamen Vogel heißt. Er hat es nicht gewusst, bis ich es ihm eben gesagt habe. Ein spöttisches Lächeln zog über ihr Gesicht. Warum malt er sich tot? Vielleicht wünscht er sich, tot zu sein. Existenzialismus, sagte ich mit einem fachmännischen Nicken. Oder er hatte ein traumatisches Erlebnis in der Kindheit, als er seinen Kanarienvogel tot im Käfig gefunden hat. Angelina kicherte. Oder er wollte einen Vogel malen, aber die Modelle sind ihm immer davongeflogen, sodass er sie künstlerisch nicht einfangen konnte. Also hat er sie getötet? Ihre Augen funkelten verschwörerisch. Vergiftet. Statt sie zu fotografieren und dann die Fotos abzumalen, wandte ich ein. Wir bekamen einen Lachanfall, der die Blicke der anderen auf uns zog. Angelina war bezaubernd. Und sie war Otto Maaßens Enkelin. Dass die Musiker ihre Instrumente einpackten, bekam ich am Rande mit. Dass die Menschen ihre Mäntel vom Garderobenständer nahmen und sich verabschiedeten, brachte eine gewisse Unruhe mit sich. Und als Maaßen seine Enkelin ihre Jacke hinhielt, wurde mir plötzlich bewusst, dass der Abend verstrichen war, ohne dass ich mit ihm geredet hatte. Und ich dachte schon, sie wären meinetwegen angereist, sagte er. Das bin ich auch. Herr Maaßen, können wir uns vielleicht noch mal zusammensetzen, bei einer anderen Gelegenheit? Maaßen war in seiner E-Mail sehr kühl gewesen. Jetzt machte er ein nachdenkliches Gesicht. Sind Sie die nächsten Tage noch in Lindau? Ja, also. Ich habe keine Pläne, log ich. Kommen Sie doch morgen am frühen Abend zu mir nach Hause. Passt Ihnen 6 Uhr? Ja, gerne. Vielen Dank, sagte ich überrascht. Mit einer Einladung nach Hause hatte ich nicht gerechnet. Die Adresse findest du auf seiner Homepage, sagte Angelina. Der Kellner packte Gläser in Kartons. Ich stand da und sah zu, wie Angelina an ihre große Jacke schlüpfte, in der sie förmlich verschwand. Um ihren Hals schlug sie einen voluminösen Wollschal. Wir verabschiedeten uns mit einer Umarmung, da nahm ich zum ersten Mal Angelinas Duft wahr. Otto Maaßen reichte mir die Hand, dann verschwanden beide in der Dunkelheit. Das war kein Parfüm, das war sie. Wow, wunderschön gelesen, vielen, vielen Dank.
Ich habe das Buch ja selber gelesen, aber es ist immer noch mal schön, noch mal eine Passage auf vorgelesen zu bekommen. Das ist ja auch ein ziemlich schöner, toller Einstieg. Wir haben einen jungen Studenten, einen Kunsthistoriker, der sich auf eine Reise nach Lindau begibt, sehr unsicher und aufgeregt. Das habe ich nicht vorgelesen. Da gab es ja noch Diskussionen, was anzuziehen ist. Sehr bewundert habe ich die knappe Kleiderwahl. Da habe ich gedacht, dass, sind Sie so ein Typ? Um wenig Ja. Gepäck zu reisen? Ja, schon, aber so wenig nicht. Aber das ist was Klassisches. Also mein Sohn heißt auch immer Knapp, mein Mann heißt auch immer Knapp und ich versuche es auch immer. Aber so, das finde ich ganz großes Kino und ich denke es jedes Mal, wenn ich im Zug bin. Ja, genau das. Am besten nur das, was man an den Körper trägt und das Ja, reicht total. für mich ist Ja. es auch so, also ich habe am liebsten den Rucksack und das war's. Und dann manchmal hat man noch, wenn ich noch irgendwie Sachen will, die man anderen mitnehmen soll, irgendwie 7 Tüten plötzlich, Ja, muss dann alles zählen. total, ganz genau, ganz genau. Ja, es war natürlich ein bisschen Fehler von Janis, das können wir schon mal vorab schicken, nur mit dem geliehenen Anzug wohlgemerkt seines Mitbewohners zu reisen, denn er wird doch einen kleinen Moment länger in Lindau bleiben und es ist kalt, das kann man auch schon mal anmerken, die Einstiegsszene, die spielt im Winter von Velum. Und das ist natürlich eine fulminante Liebe auf den ersten Blick Szene, fand ich ganz wunderbar, wie er sie auch sieht und wie er sie beschreibt. Und sie mag es natürlich nicht einfach. Sie kann nicht einfach. Das kann man, glaube ich, auch schon mal Nee, sie vorausschicken. Sie kann nicht. ist. Sie hätte es, glaube ich, schon gerne einfach, aber es ist ja nicht gegeben. Nee, das stimmt. Sie ist echt ein komplexer Charakter. Warum das so ist, erfährt man ein bisschen im Laufe dieses Romans. Ja, und dass der Janis ganz schön zu kämpfen hat, erfährt man auch im Laufe dieses Romans. Sie haben eine lustige Perspektive gewählt. Sie haben nämlich die Perspektive des Mannes gewählt, ein junger Mann. War das schwierig für Sie, sich hineinzuversetzen? Ich weiß nicht, ob Männer und Frauen so unterschiedlich sind. Das Vielleicht. frage ich mich wirklich immer wieder und habe mich auch im Laufe des Romans immer wieder gefragt. Ich habe diese Perspektive gewählt. Ich hatte vorher Angelinas Perspektive ausprobiert, aber sie hat ziemlich schwieriges Schicksal, sagen wir so. Und ich fand es einfach zu drückend und schwer. Und ich bin eigentlich einer, der leicht schreibt. Also das ist jetzt alles super recherchiert und so weiter, aber der Ton ist leicht und da hat es nicht gepasst. Und das Einzige, was mir aufgefallen ist beim Schreiben aus der Sicht eines Mannes, war, dass immer, wenn ich gelesen habe, er fühlte dies, 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 kam es mir weiblich vor und ich habe es durch Erdachte ersetzt. Und das ist vielleicht ein Klischee, aber für mich hat es irgendwie geklappt. Wie fanden Sie das? Ich hab ihn den Janis abgenommen, sage ich mal. Fand ich schon. Ich fand ihn, also das kann man glaube ich auch sagen, vom Charakter her ist er sehr straight. Und ich fand auch die Idee, ihn sozusagen jetzt aus einer Perspektive völlig überfordert auf die Situation zu sehen, eigentlich fand ich gut. Doch, also ich habe ihn den Janis abgenommen. Das bringt mich jetzt durcheinander, dass es hier gerade klingelt. Entschuldigung, das war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Wie haben Sie die Geschichte konstruiert? Und was mich ja immer besonders interessiert, es gibt immer diese Schriftsteller, die sagen, ich hatte eine Idee und habe einfach losgeschrieben. Und dann gibt es die Leute, die sagen, ich habe so lange daran rumgepuzzelt, bis ich das komplett konstruierte Stück zusammen hatte und dann habe ich losgeschrieben. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die sagt, ich habe alles konstruiert, ich habe es geschrieben und ich habe es nochmal komplett verworfen. Wie ist es bei Ihnen gelaufen? Ich habe es ziemlich straight, also vorher komponiert, aber die Charaktere machen ja nicht immer das, was man möchte. Ich hätte zum Beispiel eigentlich ein anderes Ende geplant und dann habe ich gemerkt, das geht nicht. Also nach dem, was die durchgemacht haben, muss das Ende so sein. Jetzt ohne es zu verraten. Genau, ohne es zu verraten. Sehr Ja. gut. Ich hätte Ihnen sonst schon fast auf den Fuß getreten. Das hat sich für mich gewirkt. Geht ja gar nicht in Zeiten von Corona. Wir sitzen doch streng.
Ah ja, okay. Aber das Ende war eigentlich ursprünglich anders gedacht. Es sind natürlich einige Personen in diesem Roman auch drin, von denen ich gerne noch mehr erfahren hätte. Das sind immer natürlich so die geheimnisvollen Punkte, die kleinen Geheimnisse. Ja, natürlich hätte ich gerne ein bisschen mehr über die Mutter erfahren von Angelina. Das ist ein sehr interessanter Punkt in dem Roman. Und natürlich auch über Angelinas Leben davor selber. Ja. Aber man kann natürlich auch nicht immer alles erzählen Aber und ich man muss erzähle ja eigentlich schon echt ziemlich viel. Ich finde, ich voranschreiten. erzähle schon eigentlich ziemlich viel über ihr Leben. Wobei, da gibt es schon, ich meine, es ist ja nicht aus ihrer Sicht, aber sie erzählt Janis viel, sagen wir Das mal so. stimmt, ja. Ja. Also ich weiß alles. Das denke Ich ich könnte mir. Ihnen alles sagen. Ja. Es gibt im Roman ein längeres Gespräch zwischen Janis und diesem Dichter, den er auch sucht. Also Janis muss eine Masterarbeit schreiben und sein Prof hat ihm geraten, einen Dichter aufzusuchen, was einem erstmal ein bisschen merkwürdig anmutet, weil Janis ist ja eigentlich Ja. Kunsthistoriker. Und die beiden haben ein ziemlich interessantes Thema, oder eher vielmehr, das an Rasen herantreten. Es geht um die Materialität in der Kunst. Und ich habe mir so gedacht, das ist ein Thema, haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, als Sie die Flaschenpost gefunden haben, oder ist es ein Thema, mit dem Sie sich schon früher ein bisschen beschäftigt haben? Doch, also das kommt ja da auch vor, dieser Sprecher von Mallarmé. Ich habe Literaturwissenschaft studiert. Das war mal Thema in einem Gelegenheitsgedichte-Seminar. Also wo man zu einer Gelegenheit Gedichte schreibt oder aus einer Gelegenheit heraus. Das mussten wir definieren. Das hat nicht so richtig geklappt. Aber das fand ich irgendwie interessant, ja. Und ich wollte keine Literaturwissenschaftsstudenten haben, sondern was anderes. Mir hat es auch Spaß gemacht, mich da reinzulesen und so. Und also das kam schon aus meinem Studium noch heraus. Sie haben ja nicht nur Literaturwissenschaft studiert, sondern auch noch Ja. Romanistik, Psychologie. Ja. Und über die Orte sprechen wir auch später noch. Das hatten Sie eigentlich davor, das ist jetzt mal so eine Zwischenfrage, die jetzt gerade kommen muss, weil Sie mir jetzt einfällt. Hatten Sie eigentlich mal früher vor, was anderes zu tun? Oder haben Sie einfach gedacht, das sind alles Bereiche, die ich sehr spannend finde? Oder war das alles schon so ein bisschen dahin gedacht, ich muss ein weites Feld beackern, um als Schriftstellerin auch gut zu sein? Was waren da so die Nee, Hintergedanken? ich habe das studiert, was mich interessiert hat. Außer Okay. bei Romanistik. Weil man musste damals, wenn man Komparatistik, habe ich ja Hm. vergleichende Literaturwissenschaft studiert, noch ein Nebenfach wählen, das eine Sprache ist. Und da habe ich sozusagen aus Versehen Französisch studiert, tatsächlich. Ja. Aus Versehen. Ja, es war ein Gott. Versehen. Aber Aber es war nicht schlecht. Es ist ganz gut, Französisch zu können. das denke ich mir, ja. Ich bin immer noch so ein bisschen dieser Flaschenpost und auch an diesen beiden Figuren, Maaßen und auch dem Janis. Ach, jetzt muss man natürlich überlegen, dass man nicht zu viel vom Roman auch verrät. Aber Janis hat ja eine ganz dezidierte Meinung über Kunst und auch der Maßen und die sind ja nicht Nein, so ganz die gleich, sind sich sondern eher überhaupt nicht einig. konträr, Ja, ne? genau, das ist das Problem. Und korrigieren Sie mich, wenn ich jetzt was Falsches sage. Aber Maaßen schätzt Banksy als Künstler sehr, ist also ein ziemlich progressiver Typ, muss man sagen. Und er findet auch, dass Kunst durchaus vergänglich sein kann, dass es auch sich verändern kann, also wie bei Banksy, dass es auch mal verschwinden kann. Es muss nicht unbedingt etwas sein, was ewig in dieser Form besteht. Kann man das so sagen? Ja, aber ich glaube, was ihr besonders cool findet an Banksy, dass er gegen den Kunstmarkt Agiert. agiert. Ja. Ja, das bewundert er eigentlich, diesen Mut. Genau. Ja, und Janis ist eigentlich ein klassischer Kunsthistoriker. Also er führt sofort Leonardo da Vinci ins Feld und hat so, ja, eigentlich sehr konservative Vorstellungen über Kunst. Und insofern dachte ich auch, bei dieser Griff mit dieser Flaschenpost, das ist mir eigentlich erst heute Morgen so richtig klar geworden, nochmal ein ganz besonderer, ich weiß gar nicht, ob wir darüber
nochmal genauer darauf eingehen sollen, weil diese Flaschenpost ja etwas ist, was eigentlich beide Ideen, fand ich, miteinander doch ein wenig vereint. Oder habe ich da zu viel rein Ja, interpretiert? doch, genau. Ja, es ist, also das ist ja tatsächlich auch so, dass, da kommen wir auch gleich noch in der Stelle dazu, dass dass der Otto Maaßen, der Dichter, das Material und die Lyrik zusammenbringt und fortschicken will und dass der Janis das überhaupt nicht akzeptieren kann, dass das Werk des Dichters nicht vollständig bleiben darf. Also, dass es nicht vollständig ist am Ende. Das kann er nicht, das kann er überhaupt nicht leiden. Das geht total gegen seine Und dann Vorstellung. gibt es später nämlich noch mal einen Dreh, aber den verraten wir jetzt nicht. Ja. Ich habe da jetzt gerade noch eine Frage, aber ich glaube, auf die gehen wir später ein. Hätten Sie Lust, vielleicht schon einen zweiten Teil zu machen? Ja, Wäre das gerne. jetzt Das passend? wäre total passend. Ich habe genau sozusagen diesen Ausschnitt vorbereitet. Sehr schön. Also, naja, es geht. Also, aber ich glaube, man versteht ein bisschen, wie das Problem nachher ist. Also, ich bin jetzt schon fast in der Mitte hier. Und wir haben ja gesehen, wie Janis und Angelina sich gerade kennengelernt haben. Und was da in der Zwischenzeit passiert ist, ist, dass sich Janis in sie verliebt hat und es scheint sie auch in ihn. Aber dann meldet sie sich lange nicht und dann doch ganz plötzlich und sagt, er muss sofort kommen. Er ist der Einzige, mit dem sie reden kann. Und Otto Maaßen sei sterbenskrank und hätte nicht mehr so lange zu leben. Daraufhin fährt er sofort nach Lindau und wird zu seiner Überraschung auf die wahrscheinlich letzte Lyrikveranstaltung von Otto Maaßen eingeladen. Und danach geht es auf die Afterparty. Und an der Szene, in der ich jetzt bin, da haben sie schon ziemlich gut gefeiert, sind schon ziemlich betrunken. Ja, wir sind in einem Weinkeller in Lindau. Ein Kellner wollte an uns vorbeilaufen, doch Angelina fuhr ihre Hand wie eine Schranke aus. Fahrkarte bitte, forderte sie mit ernstem Gesicht. Ich lachte laut. Angelina sprang auf und blieb unsicher auf beiden Beinen stehen. Sie hielt den Kellner am Hemd fest. Moment mal, sagte sie. Was ist das für eine Weinflasche? Ein Regent. Nein, die Flasche. Kann ich die haben? Die ist leer. Möchten Sie noch einen Wein? Nein, kann ich die Flasche haben? Wiederholte Angelina. Und schließlich stand der Kellner neben ihr. Also, sie will die Flasche haben, versuchte ich zu vermitteln. Das geht leider nicht, der Kellner ging. Okay, wir sollten nach Hause, dachte ich. Das war dieselbe, die Otto benutzt, sagte Angelina. Die gleiche, murmelte ich. Irgendwo fand ich unsere Jacken und Angelinas Handtasche. Angelina war ziemlich betrunken und ich auch. Auf der Straße suchte ich nach einem Taxi und als ich keins fand, bat ich sie, kurz oben zu warten. Ich ging wieder hinunter in den Weinkeller und bat einen Kellner, ein Taxi zu buchen. Und als ich zurück zur Treppe ging, stand da Angelina und hielt etwas unter ihrer Jacke versteckt. Das machst du nie. Du holst uns ein Taxi und ich klaue eine Weinflasche. Ich dachte nach. Du hast eine Weinflasche geklaut? Psst. Ich lachte und schob Angelina die Treppe hinauf. Oben holte sie triumphierend die Flasche unter ihrer Jacke hervor. Die ist ja leer, stellte ich fest. Natürlich, ich klaue doch kein Wein. Das ist auch besser so, bekam einen Lachanfall, der anhielt, bis das Taxi kam. Was ist denn an dieser Flasche so besonders? Fragte ich, als wir nebeneinander auf der Rückbank saßen. Es ist dieselbe, die Otto benutzt. Die gleiche. Moment, was meinst du mit benutzt? Für sein Projekt. Er benutzt nur genau solche Flaschen. So flache, runde. Zieh ich mir die Flasche vor die Nase. Wie heißen die nochmal? Aus Franken sind die doch. Aha, sagte ich. Ich glaube, du bist betrunken. Ich merkte, wie der Taxifahrer durch den Innenspiegel besorgt nach hinten sah. Wahrscheinlich hatte er Angst, dass wir sein Auto vollkotzten. Du bist blöd, antwortete Angelina. Okay, also was für ein Projekt. Sein letztes. Er nennt es dieselben Flüsse. Eine Erinnerung setzte sich in Gang. Wir sind es und sind es nicht, murmelte ich. Euklid? Heraklit, antwortete Angelina. Aber mit dem hat es nicht viel zu tun, finde ich. Es sind einfach nur Flaschenpost. Flaschenpostflaschen? Hä? Wie sagt man das? Also Flaschen, in denen Gedichte von ihm stecken, ist anscheinend so ein Jugendtraum. Angelina sah aus dem Fenster. Die Lichter der Straßenlaternen erleuchteten ihr Gesicht im gleichmäßigen Takt.
Und Gedichte, fragte ich. Ich wurde nüchterner, als ich an meine Masterarbeit dachte. Haben die mit Flaschenposten irgendwas zu tun? Als ich damals mit Maaßen in seinem Arbeitszimmer gesessen hatte, hatte ich solche Flaschen gesehen. Keine Ahnung, ich glaube schon. Er hat mir die Gedichte nicht gezeigt. Er zeigt sie niemandem. Sie machte ein verschwörerisches Gesicht. Keiner darf sie sehen. Ist wieder mal streng geheim, wie alles bei Otto. Warum? Hat ja auch immer gute Gründe, sinnierte Angelina. Welche Gründe? Er meint, wenn die Botschaften in den Flaschenposten? Ja, ich glaube, das ist der korrekte Plural. Ja, so muss es heißen. Also wenn die Botschaften in den Flaschenposten in einem Buch erscheinen würden, wäre ihre Bestimmung zerstört. Sie wäre dann Dings. Zweckentfremdet. Deshalb gibt es sie nur einmal. Also echte Originale. Und die sollen dann um die Welt schwimmen. Plötzlich konnte sie sich vor Lachen nicht mehr einfangen. Dieses Mal stimmte ich nicht mit ein. Ach, Janis, sagte sie, als sie meine ernste Miene bemerkte. Er will halt, dass sich die Bestimmung von den Flaschenposten erfüllt. Na gut, vielleicht sind es auch Quatschgründe. Weißt du was, ist doch egal, sagte Angelina, lehnte sich zu mir und küsste mich. Wir küssten uns immer noch, als das Taxi hielt. Wir küssten uns, als Angelina dem Taxifahrer den 50-Euro-Schein gab. Wir stolperten durch das Tor und über den kleinen Weg zum Haus, weil wir versuchten, uns dabei zu küssen. Beim Aufschließen hielten wir uns aneinander fest, um nicht umzufallen. Sie schlang die Arme um meinen Hals, ich versuchte sie in ihr Zimmer zu tragen und stieß dabei gegen den Garderobenschrank und den Schirmständer. Psst, machte sie und kicherte dabei selbst am lautesten. Psst, machte ich zurück und küsste sie gleich wieder. Wir gelangten irgendwie in ihr Zimmer und landeten auf ihrem Bett. Sie zog mir meinen Pulli aus, strich über meine Brust, während ich versuchte, den Reißverschluss ihres Kleides zu fassen zu kriegen. Ich zog ihn hinunter, stellte sie aus dem Kleid und betrachtete ihren Körper. Oh Mann, sagte ich, du bist perfekt. Und ich meinte es. Sie strahlte. Dann wurde sie ernst. Es ist, ich bin, ja, ich küsste ihre Brust. Ich hatte noch nie Sex. Okay, sagte ich. Der Duft war überall. Oh Gott, wie sie duftete. Plötzlich hielt ich inne. Du nimmst nicht trotzdem zufällig die Pille? Nein. Hast du keine Kondome dabei? Nein. Warum hatte ich keine eingepackt? Zu Hause lagen sie in der Schublade im Schreibtisch. Vielleicht passiert nichts, meinte Angelina und zog mich zu sich. Bist du verrückt? Ich wehrte sie ab, versuchte nachzudenken. Hat Maaßen vielleicht welche? Otto? Sie lachte laut. Ich glaube nicht. Warum nicht? Keine Ahnung, er ist ein alter Mann. Mist, ich wollte mit Angelina schlafen. Die Dringlichkeit dieses Wunsches überraschte mich. Morgen fuhr ich schon wieder. Wir gehen welche suchen. Was? Nein, spinnst du? Komm, wir finden sie bestimmt. Janis, hör auf. Ich stand auf. Sie war wunderschön. Heroische Nacktheit, dachte ich. Und dann Rodin, der ewige Frühling. Francesca da Rimini, nur in unschuldig. Sie bemerkte meinen Blick und zog die Decke über sich. Du bist wunderschön, sagte ich. Mir war schwindelig. Morgen würde ich einen schlimmen Kater haben. Ich brauche ein Wasser, du auch? Ja, bitte, sagte sie und kuschelte ihren Kopf ins Kissen. Ich trank mein Glas in der Küche aus und füllte es für sie neu auf. Als ich zurückging, sah ich nur unsere Jacken auf dem Boden, ihre Handtasche, ihren Schal und vier durcheinander gewürfelte Schuhe. Unter einem lag die Flasche. Ich ging in Angelinas Zimmer, um ihr das Wasser zu bringen. Sie schlief. Das fahle Licht der Straßenlaterne beschien ihr Gesicht. Ich konnte nicht anders. Ich musste ihr Bild festhalten. Leise stellte ich das Glas auf ihren Nachttisch und ging zurück in den Flur, wo ich mein Handy aus der Jacke nahm. Es war ganz still im Haus. Das Foto, das sie von Angelina machte, konnte ihre Zerbrechlichkeit, die Zartheit ihrer Haut nicht wiedergeben. Dann hängte ich unsere Jacken auf den Ständer, räumte die Schuhe an ihren Platz und legte den Schal und die Handtasche auf eine Kommode. Schließlich hob ich die Flasche auf. Wir hatten über Banksy geredet. Maaßen hatte dessen Mut oder Abgebrühtheit bewundert, seine fertigen Werke zu zerstören und nachher gesagt, ich hätte ihn auf eine Idee gebracht. War das die Idee? Sollte das letzte Werk des Lyrikers im Rhein versenkt werden und damit womöglich für alle Zeiten verschollen sein? Das war doch verrückt. Laut Angelina sollte es nur die Originale geben und die würde Maaßen wegwerfen. Aber noch waren sie hier. Hier, irgendwo im Haus. Mit der leeren Flasche in der Hand schlich ich den Flur entlang zum Arbeitszimmer. Wie Totenköpfe saßen die Büsten auf den antiken Kommoden und beobachteten jede meiner Bewegungen. Die Tür ließ sich öffnen. Hier hatte ich die verstaubten Flaschen neben dem Schreibtisch gesehen. Ich betrat Maaßens Reich, sah mich um. Obwohl es dunkel war, konnte ich gleich erkennen, dass hier keine Flaschen mehr standen.
Ich dachte nach, schlicht zum Klimaschrank in der Küche, wo ich das Licht angelassen hatte. Auch dort waren sie nicht und konnten es auch nicht sein, weil sie von ihrer Form her nicht in die Mulden gepasst hätten. Ich hörte etwas im Haus knacken und hielt inne. Das Geräusch wiederholte sich nicht. Wahrscheinlich im Keller. Die Flaschen lagen flach in einem Regal. Marcin hatte eine Reihe mit dem Boden nach hinten nebeneinander gelegt und dann eine zweite Reihe mit dem Boden nach vorne, sodass sie versetzt und mit den Hälsen aneinander lagen. Die vordere Reihe war mit Wein gefüllt, aber die hintere war leer, bis auf eine kleine Rolle, die in jeder Flasche steckte. Behutsam hob ich die erste Flaschenpost heraus. Ein Schraubverschluss verschloss sie, was mich enttäuschte. Ich hatte mit einem Korken gerechnet. Ich schüttelte die geöffnete Flasche kopfüber, bis eine kleine Rolle herauskam. Sie war mit einem Band verschnürt. Ich öffnete es vorsichtig. Das Papier rollte sich etwas auf. Ich stellte die Flasche auf den Boden zu der, die Angelina geklaut hatte, und strich das Papier glatt. Es war handschriftlich mit Tinte beschrieben. Ich kniff die Augen zusammen, um das Gedicht im Schatten lesen zu können. Winde walzen weiße Massen, klirren eine Flasche auch an Land. Wartend wünscht sie deine Hand, die schimmernd nimmt Empfinderglück, die dich und mich als Botin aneinander band. Ich sah mir das Gedicht lange an, bis das Schriftbild selbst zu einer stilisierten Welle wurde. Zur großen Welle von Kanagawa. Hokusais berühmter Holzschnitt kam mir in den Sinn. Was nun? Der Wille des Künstlers war klar, aber bald würde er gestorben sein und das Gedicht in den Äther des Vergessens eingehen. Ich packte die anderen 6 Gedichte aus und legte sie nebeneinander auf das Regal. Dann nahm ich mein Handy aus der Hosentasche und fotografierte jedes einzelne. Was ich damit machen würde, konnte ich mir immer noch überlegen. Jetzt waren sie jedenfalls sicher. Vorsichtig rollte ich jedes Blatt wieder ein, band die Röllchen mit ihren Stoffbändern zu und steckte sie zurück in ihre Flaschen, die ich verschraubte, bis ich sicher war, dass kein Tropfen Wasser eindringen würde. Ich stellte sie nebeneinander auf das Regal und fotografierte die 7 Flaschen ebenfalls. Dann legte ich sie zurück an ihre Plätze und atmete tief durch. Im Wohnzimmer hatte Maaßen die Couch für mich bezogen. Ich legte mich hin und dachte nach. Auf meinem Handy las ich alle 7 Gedichte noch einmal. Es kam mir vor, als hätte ich in Maaßens Tagebuch gestöbert oder etwas gestohlen, das im höchsten Maße persönlich war, wie diffamierende Fotos. Aber das hatte ich nicht. Ich hatte Gedichte fotografiert, die Maaßen geschrieben hatte, damit sie gefunden wurden. Und ich hatte sie gefunden. Ich schaltete das Handy aus. Tja, es hatte sich natürlich schön geredet, unser Janis. Ja. Den Flaschenposten. Ich hätte den Plural übrigens auch nicht gekannt. Ja, ich auch nicht. Haben natürlich einen anderen Sinn, als im Keller gefunden zu werden und die Texte auch fotografiert zu werden. Nun, wie diese Geschichte weitergeht, wir wollen das jetzt noch nicht allzu sehr fortführen, aber das war echt eine sehr starke Szene, die hier der Keller gemacht hat. Sehr, sehr gut. Ja, was mich auch an diesem Buch total verwundert hat, war die Orte, die sie aufgesucht hat. Also die man im Laufe dieses Buches erfährt. Es ist ja eigentlich auch so ein bisschen eine Roadmovie-Geschichte, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und da waren tatsächlich einige Orte und Lokale dabei, die ich auch besucht habe. Ach ja? Ja, wie cool. Im Kreisab zum Beispiel haben wir den 18. Geburtstag just in diesem Lokal gefeiert, das sie erwähnt haben. Ja. Und zu unserem 25. Hochzeitstag waren wir im Stockeloch in Straßburg. Ja, das also ist ja lustig. Das fand ich irgendwie, das ist wirklich ein Knaller, muss ich sagen. Ja, mit dem Reiser gibt es noch nicht so viel anderes. Glaub. Das stimmt. Aber in Straßburg, das ist ja echt Wahnsinn. Ja. Cool. Ja. Und was haben Sie da gegessen? Ganz klassisch. Ich habe Sauerkraut. Mit Eisbein oder ein? Nee, nicht. Eisbein, das schaffe ich nicht mehr, aber das war schon gut, ja. ich muss mal gerade gucken. Wir haben ja auch hier Publikumsfragen. Jetzt glaube ich ganz gerne mal einschieben. Und zwar kam
von Peter S. eine Frage. Die erste habe ich ihm jetzt frecherweise schon vorweggenommen. Ich lese sie trotzdem noch mal gerade vor. Er fragte nämlich, was stand in der ersten Flaschenpost? Das haben Sie ja vorhin schon beantwortet. Nee, das war von jemand anderem die Frage, aber ja. Genau. Ah, okay, das war von jemand anders. Und mich würde interessieren, wie viel autobiografisch ist. Ist es ja noch so schön. Ja. Haben Sie eigentlich, oder wollen Sie dann noch mal ein bisschen? Nichts autobiografisch. Und dann gibt es einen Peter S., an der fragt, mich interessiert natürlich brennend, welche eigenen Erfahrungen und Erlebnisse du in die Flaschenpost gemacht hast, verschickt, gefunden und so weiter. Also Sie haben ja schon erzählt, dass Sie eine gefunden haben. Verschickt auch. Gestern, meine erste. Ach nein. Ja, praktisch. ja, genau. Sie hat ungefähr diese Form, ziemlich genau. Das ist eine Rolle ungefähr so wie diese. Und sie ist unterzeichnet mit Otto Maas. Ah! Und würden Sie verraten, wo Sie sie in etwa zu Wasser gelassen haben? Ja. Auf der Eisenbahnbrücke hier in Mainz. Und ich bin gespannt, wo sie jetzt gerade ist. Das würde mich total interessieren. Ja, das ist in der Tat richtig. ein Absender macht mal in der Flaschenpost nicht drauf, oder? Ich glaube schon, dass manche das machen. Gerade auch Handynummer oder so in letzter Zeit, also in den letzten 10 Jahren oder so. Aber ich habe nur Otto Maas mit untergeschrieben. Da muss dann schon, wenn das jemand überhaupt jemals finden sollte, falls nicht Wasser eingedrungen ist und ich weiß nicht. Und sie zufällig kennen oder ihr ja, oder Otto Maas googelt. Ja. Ich weiß auch nicht, ob man da überhaupt ist, das hat niemand. Also vorher. Alles weiß man. Ah, sehr spannend. Okay, also sucht mal alle schön die Flaschenpost, das wäre wirklich interessant. Und dann müsst ihr euch unbedingt melden bei uns hier. Ja. Und dann fragt Peter S. noch was, auch ganz interessant. Hast du mal eine Ausstellung von Joachim Ulmer gesehen? Wäre ja spannend, weil Janis einer deiner Protagonisten Kunsthistoriker ist. So, ich weiß nicht, wer Joachim Ulmer ist, wissen Sie es? Ja, weil ich habe das ja, ich bin bei der Recherche auf ihn gestoßen. Es gab eine wunderschöne Ausstellung mit ganz hellen weißen Bildern. Die waren alle von unten durch Glas beleuchtet und da standen die Flaschenposten, die er gesammelt hat. Im Jahr 400 Flaschenposten gesammelt, in einem Jahr mal. Und die waren alle aufgereiht. Es sah total schön aus und ich glaube, man konnte auch die Texte lesen. Aber die Ausstellung war schon vorbei, als ich recherchiert habe. Also leider nein, echt bedauernd. Und es gab keinen Ausstellungskatalog. Oh, das weiß ich gar nicht. Aber also, es gibt Fotos im Internet. Dabei habe ich wie findet man denn so viele Flaschenposten in einem Jahr? Das muss ja echt eine Lebensaufgabe sein. Ich frage mich ja überhaupt, dass überhaupt so viele weggeschickt werden. Das hat mich total irritiert. Es gibt noch ein sehr schönes Kinderbuch übrigens auch über das Thema. Von einem ganz netten Menschen geschrieben, über eine Flaschenpost. Ich glaube, wir haben es leider gerade nicht da, aber das muss ich mir bei Julia verzeihen. Ja. Das ist wirklich gut. Auch mit den Strömungen, das dann ist, wenn die mal ins Wasser gelassen wird. Ja, ich habe mir auch gerade überlegt, hat er gefunden oder in Flüssen. Interessant. Ja, ich glaube am Fluss. Ja. Peter S. weiß noch mehr. Er sagt, in der letzten Flaschenpost, vielleicht hört er uns ja gerade zu, das wäre natürlich cool. In der letzten Flaschenpost gibt es eine Szene, wo Janis im Doktorandenkolloquium mit einer Kommilitonin über die Abstraktion der Bewegung und solche Sachen diskutiert. Welch ein Geschwurbel. Ich habe so gedacht. Hast du sowas mal echt erlebt oder ist das reine Satire? So. Also mein Studium bestand nur aus solchen Diskussionen, natürlich. Ja. Ich habe Geisteswissenschaft studiert, also klar, da ging es genau darum. Ja. Sehr schön. Aber es ist auch Satire. Sehr. Wir müssen ein bisschen zumachen, weil ich habe nämlich noch was Kleines vorbereitet, das will ich unbedingt an den Mann ringen. Sollen wir damit jetzt mal loslegen? Denken Sie, es wäre jetzt unbekannt. Hören Sie manchmal her? Ja. Ich kann nicht laut sagen, wie man es anhört. Da gibt es nämlich was Tolles. Wir haben so ein nettes Interviewformat. Und bei diesen Interviews, da gibt es immer am Schluss an den zu Interviewenden eine Kiste. Und im Radio ist das ziemlich lustig, weil dann greifen die was rein und dann müssen sie erstmal beschreiben, was das ist. Das ist bei uns jetzt hier viel toller. Sie greifen die Kiste rein und ziehen was raus. Und das ist etwas, wo ich mir Gedanken über Sie gemacht habe. Kein Geschenk, es ist einfach irgendwie aus ein Gegenstand.
der sie zu irgendetwas inspirieren soll. Aha, und ich Ja? muss mir überlegen, was Sie gedacht haben, Nein, was überhaupt ich gar tun nicht. Das sind überlegt, was du würde. sagst, und ich sage Ihnen danach, Ah, so ehrlich bin okay. ich, was ich mir dabei gedacht habe. Und das Loch, was ich da habe, ist relativ groß in der Kiste. Deshalb würde ich vorschlagen, Sie machen die Augen zu, wenn Sie reingreifen. Oder Sie halten mich hin. Jawohl. Ah, oh, das geht nicht so gut. Da ist was aufgegangen. Da gehören nämlich noch mehrere dazu. Ich reiche die jetzt einfach mal gerade aus. Und Sie halten es vielleicht mal gut. Ich glaube, da gehört auch noch dazu. Ich hätte das ganze Säckchen greifen müssen. Ja, es waren Säckchen. Genau. Sie sagen es. Also, ich beschreibe trotzdem, wir haben hier so kleine Püppchen, beweglich, aber aus Holz. Wie viel an der Zahl? Vier. Okay, das war schon ganz guter Hinweis. Die sind vier, die sind fast gleich groß, könnte man sagen. Und die anderen etwas größer. Ja, also Puppen, solche haben wir so ähnlich auch zu Hause. Und wir haben nicht nur vier Puppen, wir haben auch vier Kinder zu Hause. Und das ist so meine erste Assoziation. Sind natürlich meine Kinder. Also ich habe vier Kinder. Und deswegen bin ich auch so oft hier in der Kinderbuchhandlung Nimmerland. Gut, Sie haben die Puppe. Und was, in was für einem Säckchen waren das drin? Gucken Sie sich das noch mal ein bisschen näher an. Lagen die da drinnen? Waren die da drinnen oder da Nee, drauf? nee, So? nee. Halten Sie es so einfach mal ruhig in die Kamera. Vielleicht hat hier jemand anders Ach eine Idee, was so. das ist. Oder Sie kriegen jetzt eine Idee, was es sein könnte. Also, es erinnert mich ein bisschen an eine Mundschutzmaske. Meine Ansonsten an Nachbarin für mich, die näht an dieser Stelle nochmal vielen Dank an eine. Sie. Ich habe sie auch nicht Ansonsten benutzt, sie ist frisch gewaschen. an eine Könnte man Hängematte. sich auch vorstellen. Genau. Ich lasse sie mal noch ein bisschen frei Ich flowen. soll noch weiter sagen, also wir haben gerade eine Hängematte im Garten aufgehängt. Ah. Deswegen erinnere ich mich vielleicht deswegen daran. Aber wie ich die jetzt so zusammenbringe. Corona und vier Kinder, irgendwie so. Ja, also es war eigentlich wirklich so banal ein bisschen, weil sie denken, da viel schöner als ich. Also ich bewundere ja hier all die Eltern, die gerade mitkommen und für ihre diversen Kinder Beschäftigungsmaterial brauchen und suchen. Und während des Lockdowns war es ja noch alles viel, viel schwieriger. Und vor allem die jetzt auch dieses ganze Homeschooling mit den Kindern ja noch neben der Arbeit machen müssen. Und da frage ich mich natürlich als Schriftsteller, Sie als Schriftstellerin, wie das so ist, wie man das gerade eigentlich schafft oder ob man es überhaupt schafft, sich Arbeitszeiten noch zu nehmen, wenn man sich noch nebenher in Anführungsstrichen um vier Kinder kümmern muss. Wie kriegt man sowas in Zeiten von Corona hin? Also, man muss total viel Glück haben und wir hatten total viel Glück. Also, wir haben vier Kinder, das heißt, mal spielen die zusammen oder mal die oder die. Also, die sitzen nicht unbedingt dolle aufeinander und schon gar nicht unbedingt auf meinem Schoß. Wir haben ein Au-pair-Mädchen, Xenia, die guckt gerade zu mit meinen Kindern und Wie meinem schön. Mann. Und die Hallo ist, Xenia. ja, hallo Xenia, die ist Hallo super, Xenia. ohne die wären wir total durchgedreht. Ja. Wir haben unser Kind auf eine Montessori-Schule gegeben im Sommer letzten Jahres. Und der hat schon gelernt, selbstständig zu arbeiten und sich selbst einen Tag zu planen und sitzen nebeneinander. Trotzdem ist es natürlich schwer, viel schwerer, sich zu konzentrieren. Und ich arbeite gerade für den Verlag Lumi an neu geschriebenen, neu gestalteten, modernen Grimmschen Märchen. Und das sind kurze Texte. Und die kann man in der Zeit, während hier links mein Sohn sitzt und ich hier sitze und wir alle so einigermaßen ruhig vor uns hinarbeiten, total gut schreiben. Also best, also so eine lang, also ein großes, langes Ding, ein Roman, an den ich mich jetzt wieder reinfuchsen müsste. Wer fühlt was, wann muss ich welche Figuren und wo hinbringen? Das hätte ich nicht geschafft, glaube ich. Aber diese Märchen, das macht Das geht total viel gut. Spaß und geht gut. Ja, Ich glaube, vielen an der Dank. Stelle Ja. möchte ich auch ganz gerne noch über die Prosatik einen Moment reden. Das kann man vielleicht auch sagen. Das hier ist nämlich eine spezielle Reihe bei Diederichs. Das Buch ist im Diederichs Verlag erschienen. Es ist übrigens richtig hübsch geworden. Das wollte ich auch mal noch anmerken. Es ist wirklich in einem leichten, schönen, pastelligen Ton gestaltet und ein schön gebundenes Buch. Und hinten steht auch drauf,
Wir können auch Lyrik Bibliothek seit 2015. Und die Prosathek, über die würde ich gerne von Ihnen noch ein bisschen was hören. Bitte. Die Prosathek ist eine deutsche Autorengruppe, die wir für 2015 gegründet haben. Wir waren als Münchner Studenten und haben uns zusammengefunden und haben so eine Art gefunden, wie wir uns gegenseitig motivieren und kritisieren. Also wir sind das sind meine besten Freunde und meine stärksten, schlimmsten Kritiker. Und ja, treffen uns viermal im Jahr. Ja, treffen uns, also tatsächlich persönlich vielleicht vom Wochenende sogar. Ansonsten zoomen wir zweimal, also alle 2 Wochen und haben hauptsächlich einen Blog, auf dem jeden Freitag neuer Text kommt. Der Text muss vorher von mindestens 3 Textpaten durchgewunken werden. Oh, Ja, okay. also da sind wir wirklich, wir sind ziemlich Da streng. geht was nach der Ja. Arbeit. Und ja. Und diese Prosathek, also ich stelle mir das ein bisschen so vor wie eine Künstlergruppe. Und bei einer Künstlergruppe, da hatten wir ja auch so, sage ich mal, eine Richtlinie, eine Art Manifest oder so. Gibt es irgendwas, dass Sie sagen, wir haben uns ein kleines Regelwerk oder sowas vorgegeben, an das wir uns halten müssen? Oder ist es einfach, wir sind eine Gruppe, doch relativ junger, engagierter Autoren und Autorinnen und wir wollen ein Forum haben, wo wir uns gegenseitig über unsere Texte austauschen Ja. können. Und auch, und das fand ich bei der Prosathek auch ganz toll, da kann man nämlich immer die ganzen Texte sich mal angucken, die von den verschiedenen Autoren jeden Freitag wieder ein neues veröffentlicht werden. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, da gibt es das Ding Genre. Und da gibt es so Sachen wie, ich muss gerade sagen, das fand ich nämlich so nett. Da gibt es, ich weiß nicht, wie viel dabei, wie das kaum steht. Was haben Sie da für Genres? Erzählen Sie doch mal Wir haben die kurz. Genres Zittern, Schmachten Schmachten, fand ich auch klasse, genau. Grübeln, ja, so So fünf, was, sechs Stück. genau. Und das ist ganz nett, da kann man je nach Lust und Laune dann nämlich auch mal Ja. nachgucken und das macht total Spaß. Unser Manifest wäre sozusagen, der Leser steht im Fokus und die Wirkung auf den Leser ist das, was dadurch, also sieht man die Genres schon alleine dass das, wo unser Fokus liegt. Noch eine letzte Frage, auch zum Buch fällt mir noch ein. Wie würden Sie Ihre Zielgruppe definieren? Und haben Sie die davor schon definiert? Ja, das Sie muss man wissen. ja, wenn man einen Verlag Ja, genau. hat. Ja, eher Frauen, eher jünger, glaube ich. Eher, also was ich, 18 bis Mitte 30, würde ich eher, also da so in dem Dreh sagen. Die einen schönen Sommerhochanzug. Absolut. Genau. Haben wir noch Zeit für einen Griff? Klein, einen noch. Einen dürfen Sie nehmen. Mache ich mal das, was ich glaube. Ach, egal. Wir lassen den Zufall entscheiden, oder? Halten Sie ihn mal rein. Ja, wenn Sie gemacht sind. Valentina. Japan fällt mir dazu ein. Ja. Mir fällt auch was dazu ein bei Ihnen. Ja, Sie haben in Japan studiert, ich habe habe ich in Japan gelesen. studiert. Japan taucht in fast jedem meiner Texte irgendwie auf. Hier auch. Und Japanerin ist da. Ja. Stimmt, ja. Ja, Japan ist für mich einfach ein wunderbares, traumhaftes Land. Ich liebe Japan, würde am liebsten da wohnen, aber nicht arbeiten. Was, wie lange sind Sie da gewesen? Ein Semester. Ein Semester. Und Sie waren in Fukuoka. Fukuoka. Ja. Was hat Sie an diesem Land so fasziniert? Und was haben Sie davon mit nach Hause genommen, was Ihr Leben vielleicht ein bisschen geändert hat? Ja, mich, also faszinierend ist dieser Clash von Tradition und Moderne. Der ist extrem. Und Japan ist uns ganz, ganz nah. Also vom Gefühl her sind die so,
ich weiß nicht, ich glaube, wie die Deutschen vor, ich weiß nicht, 100 Jahren oder so, oder noch länger, höflich, pünktlich, dieses Ganze, zurückhaltend und trotzdem total dressiert und nicht aufdringlich oder auch total verrückt. Also, das gibt es natürlich auch. Also, wahnsinnig vielfältiges Land. Und was ich mitgenommen habe, und ich weiß nicht, ob das eigentlich so eine gute Eigenschaft ist, ist die Fähigkeit so blank face. Das kennen wir ja im Spanier, ja. Ja. Wenn irgendjemand kommt und was sagt, was dir gar nicht passt, einfach gar nicht zu reagieren. Und ich glaube, es funktioniert hier in Deutschland eigentlich gar nicht so gut. Aber interessant, ja. Ja, aber das fand ich faszinierend. Weil da sieht man keine, ich habe das mal deutsche Fresse genannt, da sieht man keinen so rumlaufen. Sondern die sind alle entweder freundlich oder neutral. In der Stadt, das ist super, super angenehm. Ja. Das ist interessant, ein guter Punkt. Okay, haben wir noch ein paar Fragen vielleicht? Bevor ich was vergesse, ist keine Frage gekommen. Ich muss mal sehen. Ich glaube, wir haben leider keine Zeit mehr für ein kleines Stück. Oder meinen Sie, wir können ein kleines Stück noch zum Abschluss lesen, Ich irgendwas glaube, so? ich könnte ein ganz kleines Stück tatsächlich Das wäre doch lesen. vielleicht zum Schluss ganz wunderbar. Das wäre schön. Und zwar, vieles geschehen. Otto ist gestorben. Die Flaschenposten wurden versenkt. Janis hat auf flaschenpostfreunde.de eine Flasche gefunden, die so aussieht. Und hat sich mit Angelina auf den Weg nach Basel gemacht. Und jetzt kommt die Japanerin. Ist nur ganz kurz. Wir erkannten sie auf den ersten Blick. Ayako Kobayashi Schmidt war die einzige Japanerin, vor der ein Boxbeutel stand. Durch das grüne Glas schimmerte die eingerollte Botschaft. Die zierliche Frau stand auf und reichte uns zaghaft ihre Hand. Ich habe das noch nie gemacht, sagte sie mit leichtem japanischen Akzent. Es ist ein bisschen wie ein Blind Date, nicht? Finde ich auch, sagte Angelina. Sind Sie eine Flaschenpostsammlerin? Haben Sie noch mehr? Es ist die erste, die ich gefunden habe. Es war nicht weit von mir am Rheinufer. Sie unterhielten sich über japanische Flaschenposttraditionen. Ich wurde ungeduldig, denn ich wollte die Rolle sehen. Kann ich mir die Botschaft ansehen? Fragte Angelina endlich. Natürlich. Frau Kobayashi Schmidt reichte Angelina die Flasche mit zwei Händen. Angelina entnahm das Röllchen. Ich erkannte das Band wieder. Meine Aufregung wuchs. Sie rollte die Botschaft auseinander und begann leise zu lesen. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Ich schloss den Haiku und die visuelle Poesie aus. Vielleicht war es das Gedicht über den Fund der Flaschenpost, das ich als erstes gelesen hatte. Angelina blickte auf. Sie sah mich an und biss sich auf die Lippe. Dann las sie vor. Verlasse den Hafen der Trägheit. Er bindet. Er bannt. Besteige den Fluss, das Boot, die Reise beginnt, sie führt in das Reich deiner Reife. Schon beim ersten Wort hatte ich gemerkt, dass etwas nicht stimmte, nicht stimmen konnte. Das war kein Gedicht von Maaßen. Gezeichnet Otto Maaßen, fügte Angelina leise hinzu. Sehr schön. Das war ein prima Schluss. Ich danke ganz Ja, herzlich für das Gespräch. vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.